Also Leute, wir waren eigentlich einfach nur zum Overnighter im Knast. Und jetzt haben wir hier noch was entdeckt. Das Video dazu kommt jetzt. Viel Spaß. Schaut beim Fahrer vorbei. Liebe, da lassen, Kommentar, Abo. Den ganzen Kram. Immer schön erlebnisorientiert. Geht jetzt auch nicht wirklich weiter, scheinbar. Auf jeden Fall wie so eine Art Holzlager. Gucken, wohin das hier noch führt. Was hier noch kommt. Ich vermute mal, nicht besonders viel. Nee, hier ist nochmal meine Absteckkammer. Mit irgendwelchen Schruts. Bringt einen nicht weiter. Guckt euch einfach hier oben den Bereich an. Puh, ist auch schon ferner gestützt. Das ist krass. Dass das ein bisschen lebensmüde ist? Ich sage ja. Okay, hier ist irgendwas Grundleuchte schon runter. Die Lampe. Da oben auch alles. Ich meine Welt noch. Hier die übelsten Hasi-Aufkleber. Krass. Da ist noch relativ viel, da hat sogar noch Klopapier. Hier ist ein echt Klopapier auch in der Welt. Heftig. Heftig. Noch richtig viel Interieur, viele Unterlagen. Krasses Ding, ey. Jetzt sieht es auch schon wieder aus, als wenn die Decke hier nur einstürzt. Das ist ein richtig altes Schränkchen. Krass, ey. Aber der Zustand, ne? Boah, der ist halt richtig hart. Und dann ist das hier auch dran. Merkblatt. Leider kein anderer da. Schade. Und drum das andere was. Alte Mühle. Krass, ey. Heftig. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, ne? Aber was ist das hier? Was war das? Was war das hier? Ich möchte es gar nicht verstehen. Sieb. Vorsortierung. Krasses Thema, ey. Hätte ich jetzt 0,0 mitgerechnet, dass es hier doch noch so viel Zeug drin ist. Heavy, ey. Hier ist nochmal wie so ein extra kleines Büro. Zwei Büros. Ach ja, halt die Frau fest. Crazy. Schon eine komplette Zeitreise hier. Ey, puh. Kooperation. Ich hab. 1996 ist der Kalender. Da wirst du Bescheid. Ich komme aus dem Staunen und aus dem. Boah, krass, sagen wir da nicht mehr raus. Ich weiß, sorry dafür. Aber das ist schon eine komplette Zeitreise. Guck dich einfach in den Wasserhahn an. Und hier die Tassen da drin. Junge. What the fuck? Die Anti-Real Talk hat meine Mutter heute noch zu Hause. Das ist ein kompletter Flügel von einer Taube oder sowas. Alter Schwede, ey. Krasses Ding. Ja. Leute, hier ist einfach nur so viel Kram noch drin von damals. Es ist absolut geisteskrank. Man kann nur erahnen, was hier mal los war, ne? Alles noch hier mit Buchführung.
Expressgutkarte. Deutsche Reichsbahn. Heftig. Heftig. Nicht mehr aus. Sorry. So, jetzt kommen wir noch mal zuvor. Da, guckt sich an. Ist sogar die Tasse noch drin. Heftig. Ich habe grundsätzlich gedacht, das ist hier eine Spielzeugbombe oder so, aber das ist einfach nur so ein Maßteil. Und dann irgendwelche Sachen gemessen worden. Jeder noch von früher, diese Pappschachtel, wo die Nägel und so drin gelagert wurden. Krass. Crazy. Das halt hier in der Tat einfach noch eine Mühle gleich nebenan. Ich geh kaputt. Jetzt sind wir ja echt weiter oben. Und über die ganzen Details waren wir schon. Fahrer habt ihr eben auch gesehen, mit dem ich unterwegs bin. Schaut auf jeden Fall das andere Video mal. Da sind wir einen richtig geilen Oberlander, gleich hier um die Ecke. Und hier sind noch ganz viele volle Säcke. Krass. Crazy. Also hätte ich jetzt im Leben nicht mitgerechnet, dass das hier nochmal so ein Treffer wird. Im Leben nicht. Puh. Echt krass. Die alten Förderbänder demnach. Boah, guck dich das an, wie morsch das schon alles ist. Das dauert nicht mal lange, dann kommt das Ding komplett runter, ne? Crazy. Ich habe jetzt auch. Ach du Scheiße. Hier ist der Bereich, okay, da gehe ich nicht weiter. Das ist mir echt. Nee, das ist mir zu tricky. Ich kann es ehrlich sagen, da ist mir mein Leben zu schade. Und es gibt noch zu viele Lost Places, die ich erkunden will. Geht's halt einfach nochmal nach oben. Wie wild ist das bitte? Dann aber auch wirklich nur noch so ein bisschen Lagerfläche. Ich denke mal, hier müssen wir jetzt nicht sinnlos rumlaufen und irgendwas gefährden. Der Boden, der wackelt ganz schön, du. Einfach an. Das ist doch völlig wild, ey. So, hier sind irgendwelche, was auch immer das waren, Aufbewahrungs-irgendwas. Mhm. Auch interessant, dass die übelste Hacke hier. Da hat bestimmt mal jemand anders mit erschlagen. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, hier geht's auch nochmal weiter. Hier geht's runter in den Keller. Ich weiß nicht, ob ich den sehen will, ey. Ohne Scheiß.
So, hier. Auch noch weiter. Ach ja, krass. Hier sind so ein paar Tellerchen. Hier ist einfach der lila Raum. Krass. Das ist natürlich heftig. Ja, hier bin ich da. Was ist das? Ja, doch so Zwirn zum wahrscheinlich Abpacken von gewissen Dingen, von den Waren, die hier sind, gelagert. Relativ viel. Dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Krass. Wie viel hier halt auch einfach noch kommt, ne? Heftig. So, hier halt weiter. Das ganze Zeug, wie so ein Hausmeister. Raum sieht das aus, ne? Wo das ganze Ersatzmaterial und so weiter gelagert wurde. Okay, hier geht's weiter. Krass, einfach nur. Auch hier wieder die Dimension. Ich weiß nicht, ob das im Video anhören drüber kommt. Wie krass riesig das ist. Da hinten hier. Öfen, glaube ich, sind das. Würde ich jetzt mal so sagen. Scheinbar relativ gemütlicher Stuhl, wo ich mich jetzt nicht draufsetzen werde. Aber die Größe, faszinierend. Heavy. Krass einfach nur, wie viel hier rumsteht. Hier hat sich jemand einen schlechten Schatz erlaubt, glaube ich. So ein Mini, wie nennt man das, Galgen? Nennt man das so? Ich glaube. Zum Aufhängen. Und drunter die Stiefel. Das wirkt natürlich erstmal ein bisschen creepy, ne? Aber ein bisschen niedrig, ne? Die ganze Angelegenheit. So. Weiter geht's hier nach oben. Okay, ich sehe schon mal Knochen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Ich kann nicht beruhigen, das sieht schon mal nicht aus wie ein Menschenknochen. War alles schon relativ morsch aus hier. Die ganze Angelegenheit. Okay, hast du quasi nochmal so eine Fläche, so eine Produktionsfläche, würde ich jetzt mal sagen. Wie auf den anderen Seiten schon. Okay. Jetzt ist die Frage, was da hinten noch kommt. Hier zumindest ein paar Stufen nach oben. Okay, okay, okay. Ach, hier war ich vorhin. Ja, ja, alles klar. Heavy. Krasses Gebäude, einfach nur. Krass. So, jetzt gucken wir mal runter in den Keller. Weil das sieht irgendwie sehr interessant aus. Schauen wir mal, ob sich das bereitet. Ich glaube, es ist ja nur noch 15, wenn das Kram ist. Erstmal nach Rentung aus. Paletten. Rohre. Kissenfelder. Heftig, ey. Wie viel hier da doch noch rumsteht, ne? So eine Art Obstkisten, würde ich jetzt mal sagen. Verpackung. Krass, ey. Hier, hier. Das ist ein Förderband. Auf jeden Fall. Krasses Ding. Aber Außenbereich schwierig, weil es ist unbebaut alles, ne? Alter. Schwierig, ey. Übrigens, stirbt der Luft. Drückt der Stift. Ich
Wir müssen richtig Stuhl hin. Warte mal, wie groß ist einfach das hier? Brudi, was ist los? Wie riesig. Halt doch die Frau fest. Alter. Hier geht aber eine schöne Techno-Party, ne? Fuck. Nochmal her. Stell mal die Weitläufigkeit an. Das ist dann immer nochmal heftig. Heavy. Ich weiß nicht, ob ich das auf der Kamera einfangen kann, aber das ist schon riesig hier. Leute, guckt euch das einfach mal an hier. Kann ich nicht hingehen, weil alles eingestürzt hat? Und alles Mögliche da stehen, ne? Heftig. Ich hoffe, ihr seht das richtig. So, Leute, der Seesack ist wieder auf dem Rücken. Der Seesack, der Overnight-Sack, den wir nochmal brauchen werden diese Nacht, denke ich. Wir sind jetzt durch. Wir hoffen, dass wir jetzt ohne Probleme rauskommen. Wir haben nämlich noch einen anderen Zu- und Ausgang gefunden. Den nehmen wir jetzt. Ich nehme euch mit. Ciao.